So, dem Filippo fehlt aber noch was ganz Besonderes, was er sich schon immer gewünscht hat, und das ist nämlich was? Ein Pisa Floor. Ich habe den Community Day damals verpasst, habe da noch nicht so gezockt. Und ja, der Ramses will mir meinen größten Traum erfüllen, die Starter von Gen 1 vollkriegen. Ein Pisa Floor, ihr habt's gehört. Und jetzt habe ich meinen Bildschirm noch gar nicht an, aber das ändert sich gleich. Und dann schauen wir mal, was wir für den jungen Herrn tun können. Wir haben ja gar nicht so viel da. Wir hätten zwei Bisa-Samen zur Auswahl. Das eine hat einen höheren Level als das andere. Das andere hat natürlich höhere IV. Und ihm ist der Level egal. Ich sammle hohe Level. Und mit dem 96er fange ich eh nichts mehr an, da ich ja hier mein 100er habe und habe das 100er natürlich gepusht aufs Maximum mit Flora-Statue. Und deswegen sind wir mal so nett, nehmen das 96er, entwickeln es einmal weiter, entwickeln es auch zweimal weiter, geben 125 Bonbons aus, das muss man sich mal vorstellen, nur um es dann zu traden für den netten Herrn. Nein, aber der hat beim Labrador schon abgekackt. Hello darkness, my old friend. Und das ist eine kleine Entschädigung. Er konnte ja nichts dazu, aber da hat er Pech gehabt. Da hat er hier jetzt mal Glück und das mache ich natürlich gerne. Wenn ihr auch einen Bisa Floor haben wollt, meldet euch bei mir. Ich entwickle euch eins und schicke es euch rüber. Nicht, weil ich habe dann keine Bonbons mehr. Aber das sieht schon gut aus. Vielleicht wird es ja lucky, vielleicht kriegt es gute IV. Wenn es lucky wird, hätte es gute IV. Das hat jetzt 1092 WP mit Rasierblatt Matschbombe. Soll ich denn noch ein paar Attacken drauf machen? Das macht er schon selber. Wunderbar. Selbst ist der Mann. So, und dann werden wir natürlich jetzt noch das Bisa Floor tauschen. Schickst du mir wieder eine Einladung? Voll dabei. Er ist schon voll und er ist auch dabei. Wunderbar. Gehen wir mal auf Freunde. Das ist sehr schön gemacht, dass jetzt immer hier dieser Button gleich ist, wenn jemand tauschen möchte. Man muss nicht ewig in der ganzen Drecksliste rumsuchen. Was ist jetzt? Wo ist mein Bisa Floor? Das ist bestimmt als Favorit gewählt. Das Pokémon kann nicht nochmal getauscht werden. Jetzt habe ich nicht drauf geachtet, das ist schon mal getauscht worden. Oh, Leute, warum? Wer macht denn sowas? Jetzt bleibt natürlich nur das andere Pisa-Samen übrig mit dem guten Level, aber ich glaube, ich habe jetzt gar keine Bonbons mehr, oder? Jetzt muss ich nochmal da reinschauen. Man kann ja vorher natürlich nicht drauf achten. 94 Bonbons. Das tut mir jetzt aber leid, das war doch nicht beabsichtigt. Scheiße. Das war wohl ein Schuss in den Ofen. Ja gut, das kann ja mal passieren. Hätte man, wenn ich noch 6 Bonbons hätte, würde ich ihm vielleicht das Bisa Knosp, was ich habe, nehmen und entwickeln. Aber ich habe keine 6 Bonbons. Und Sonderbonbons habe ich jetzt auch nicht mehr. Also das tut mir jetzt natürlich richtig leid. Ja, ist halt so. Ich habe es ja nur gut gemeint, aber...